boy like you, but like you. What do I do with you? What do I do with a boy like you? Willkommen zurück zum vierten Part von Episode 21 und jetzt ist der Tag der offenen Tür und das heißt, wir schauen erstmal uns hier um. Ich weiß gar nicht mehr, was hier so war. Eine Schule. Listen, da mein Tomodachi. Ah Gott, du schon wieder. Oh mein Gott, ich hab eine Glatze. Saitama! One Punch! Lissandra, One Punch! Oh mein Gott, jetzt denke ich wieder an diesen slappenden Lissandra aus dieser Quack-Verarsche da. Ah ja. Wer slappt besser? Saitama. Hallo Lissandra, sind deine Eltern schon da? Ja, entschuldige Eri, aber ich habe leider nicht viel Zeit. Er wollte wieder gehen. Was ist denn los? Ich muss kacken. Es tut mir leid, ich konnte nicht widerstehen. Ich weiß nicht, wo meine Eltern geblieben sind. Ja, alle, die Lissandra mögen, ja, ihr seid hier ganz fehl am Platz. Ja, auch der muss vielleicht mal. Nein, sie haben sich ganz allein verlaufen. Oh je, ich scheine in der Familie zu liegen. Warte, vielleicht kann ich dir helfen. Ja, umso besser, oder? Dann müssen sie sich das Stück nicht ansehen. Ich habe leider gerade keine Zeit. Wir sehen uns später. Okay, bis später. Ich frage mich, wie seine Eltern wohl aussehen. Ich werde versuchen, sie zu finden. Ich bin sicher, ich kann erraten, wer die Eltern von Lissandra sind. Oder auch nicht. Bestimmt können wir sie an der Kleidung erkennen. Oh, guten Tag. Das sagt der Vater. Ach, das ist Schande. Chinesischer Akzent? Guten Tag, bist du eine Mitschülerin von Lee? Scheiße. Sushi, Sushi. Asia Food. So, nebenbei, ich mag natürlich Asiaten. Ganz tolle Menschen. Ich mag Japaner. Ja, die sind auch Asiaten. Ja, ich weiß. Ganz genau. Schön, dich kennenzulernen. Eri, ja. Ich bin Eri. Oh, Eri-san. Der ewige Schleppenhaus. Meine Zwillinge. Hallo, Jungs. Ihr seid nicht bei euren Eltern? Also, deine sehe ich auch nicht. Sie sind noch nicht da. Unsere unterhalten sich gerade mit Mr. Ferrays. Da wollten wir lieber nicht stören, stimmt's, Armin? Was ist denn los? Naja, du weißt doch, dass Armin nicht gerade die besten Noten hat. Ach ja, stimmt, der Arme. Ich weiß nicht, was daran so lustig ist. Dass du dir Sorgen machst, was Mr. Ferrays sagen könnte? Dass du schlechte Noten hast? Dass du vor deinen Eltern Angst hast. Dass du dumm bist. Darum mache ich mir keine Sorgen. Ich habe bloß keine Lust, neben meinem Vater zu stehen, wenn er von meinen Noten erfährt. Und was passiert wohl, wenn die Direktorin... Was passiert wohl, wenn die Direktorin ihnen erzählt, wie oft sie deine Konsole beschlagnahmt hat? Oh shit. Nee. Und dein Handy? Oh shit. Hey, das ist was ganz anderes. Ich habe damit Musik gehört und keine Spiele gespielt. Ich lasse sie bei dir lieber allein. Das ist auch viel besser. Ja. Ach du Schande. Da unten da sind noch ein paar Eltern. Sie schauen aus wie Morgenshow-Moderatoren. Haha,
Meine Tochter erzählt oft von ihrer. Ich glaube, sie hat sich sehr gefreut, mit ihrer Tochter im Team zu sein. Meine ist ein bisschen schüchtern, deshalb hat sie Iris nur kurz erwähnt. Aber ich bin mir sicher, sie hat sich genauso gefreut. Oh, das müssen Iris Mutter und Violas Vater sein. Ach du Scheiße. Hey, es ist besonders höflich, andere Leute zu belauschen. Oh, Entschuldigung, ich bin knallrot geworden. Ich frage mich, wessen Eltern die beiden wohl sind. Sie erinnern mich an niemanden. Keine Ahnung, ich weiß es gerade auch nicht. Charlotte, habe ich dir schon mal beim letzten Mal gesagt. Ich kann es mir nicht merken. Ja, ist ja auch nicht so schlimm. Charlotte. Charlotte mit der Hotte. Ich glaube, ich nenne dich Carlotta, Baby. Alter, hör auf. Ich habe langsam doch Angst. Na, wo sind die denn alle? Es gibt keine Eltern mehr hier auf der Schule. Es gibt keine Eltern. Das ist ein Waisenheim. Jetzt ist alles aufgeflogen. Oh nein, Dusche wieder. Ja, ich wollte es gerade nicht sagen. Hey, hallo. Dick, was machst du denn hier? Ich wollte mir das Meisterwerk ansehen, das mein Onkel mit seinen Schülern vorbereitet hat. Aber darfst du denn hier sein? Das ist doch ein Tag der offenen Tür. Da darf jeder herkommen. Mist, ich dachte, es würden nur unsere Eltern kommen. Ja, aber du, jetzt ist der da. Nein, es kommen sicher auch Schüler von anderen Gymnasien. Vielleicht kommt Nina auch. Und, was gibt's Neues? Wir haben uns schon eine Weile nicht mehr gesehen. Gar nichts. Ich habe Lampenfieber. Ich habe nicht wirklich Lust, mich zu unterhalten. Nein. Ich habe Lampenfieber. Haha, keine Sorge. Du machst das bestimmt super. Ich habe vor allem Angst, mich im Text zu irren. Da musst du das Publikum einfach anlächeln. So hübsch wie du bist, verzeihen sie dir alles. Danke. Schleime. Du musst mir auch deine Freunde vorstellen. Abgesehen von dem Typen, mit dem du am Strand warst, kenne ich niemanden. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Er könnte mich in eine peinliche Lage bringen. Außerdem habe ich ja nicht unbedingt Lust, dass alle erfahren, was zwischen uns beiden war. Da sind Kastian und Rosalia. Woher soll ich das denn wissen? Ich kenne sie nicht. Er ist dein bester Freund und du weißt nicht mal, wie seine Eltern aussehen? Hey, guck mich nicht so an. Du bist mit seinem Bruder zusammen und weißt es auch nicht. Das ist noch schlimmer. Findest du? Ja? Ui, das geht ganz schön zur Sache. Hallo, ihr beiden. Alles in Ordnung? Nein, wir haben Lissandras Eltern verloren. Stimmt, das hat er mir gesagt. Ich würde euch gerne helfen, aber ich kenne sie nicht. Siehst du, ich bin nicht der Einzige, aber zu ihr sagst du nichts. Sie ist ja auch nicht seine beste Freundin. Zum Glück. Was soll das heißen? Ich verstehe mich ja gut mit ihm. Willst du jetzt wirklich darüber diskutieren? Wenn ihr mich beide nur mit diesem Thema nerven wollt, verziehe ich mich lieber. Oh nein, wir brauchen dich für das Stück. Was meint er mit diesem Thema nerven? Und wo sind eure Eltern? Ich habe meine am Schulhof abgehängt. Meine haben sich mit der Direktorin unterhalten. Oh Mist, meinst du, sie erzählt ihnen von deinen kleinen finanziellen Ausrutschern? Soll das ein Scherz sein? Sie können es kaum erwarten, es ihnen zu erzählen. Bekommst du nicht großen Ärger? Das bin ich schon gewohnt. Tja. Oh, und sie ist doch nur stolz drauf. Hier vorne unterhalten sich... Da unterhalten sich noch andere Eltern miteinander. Oh. Oh, da ist die Frau, die ich letztens mit Amber gesehen habe. Oh nein, da stimme ich ihnen überhaupt nicht zu. Man muss den Kindern Dummheiten auch machen lassen. Sie lernen schließlich aus ihren Fehlern. Und wenn wir sie zu sehr bemuttern, werden sie nie selbstständig. Sie haben sehr merkwürdige Ansichten. Oh Gott, Lord Hodenbaron.
Wenn wir unsere Kinder nicht beaufsichtigen, werden sie in kürzester Zeit zu Kriminellen und schaffen gar nichts mehr im Leben. Sie müssen so toll werden wie ich und so einen tollen Bart haben. Disziplin ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Erziehung. Langsam bin ich deine Doofheiten gewohnt. Das ist halt so eine... Nee, den kann ich nicht ernst nehmen. Ich weiß. Severus Snape und Lord Hoden, warum? Oh, das war ein Krieg. Mein Sohn hat eine ausgezeichnete Erziehung erhalten. Ich verbitte mir ihre Anspielungen. Dann sind seine Noten wohl ebenfalls ausgezeichnet. Bam! Autsch. Ihr Schweigen spricht Bände. Damit ist die Diskussion wohl beendet. Mein Sohn wird der Vorgesetzte Ihres Sohns sein. Aber sagen Sie dann nicht, man hätte Sie nicht gewarnt. Möchten Sie die Sache vielleicht draußen vor dem Schultor regeln? Oh, jetzt gibt's auf die Schnauze. Schatz, beruhige dich. Die sind es doch nicht wert. Die anderen Eltern sind weggegangen. Ich weiß nicht, wer ihr Kind ist, aber der Junge tut mir leid. Ich glaube, ich habe da so eine Ahnung. Ja. Hey, was macht ihr gerade? Wir versuchen unseren Eltern aus dem Weg zu gehen. Ich habe das Gefühl, das machen gerade alle. Ich habe noch keine Eltern getroffen, die in der Begleitung ihres Kindes gewesen wären. Naja, das ist ein bisschen peinlich. Versuchst du deine auch abzuhängen? Nein, sie sind noch nicht da. Oder aber, sie sind schon da und du hast sie verpasst, weil du die ganze Zeit durch die Schule rennst. Nein, meine Mutter hätte meinen Namen über den ganzen Flur geschrien, damit ich sie höre. Deine Mutter scheint lustig zu sein. Ich bin neugierig, sie zu sehen. Ich habe mich schon immer gefragt, wie sie wohl aussieht. Sie ist bestimmt so hübsch wie du. Oh, ich weiß nicht. Hey, alles klar? Störe ich vielleicht? Nein, natürlich nicht. Oh, wollen wir es noch? Kennt denn der gestört hat und jetzt Ermin? Oh. Zwei Nervensägen. Warum ist er plötzlich so wütend? Oh. Cause it's Armin! Nicht wütend sein, Armin Schatz. In dieser Version liebe ich doch nur dich. Kentons Papa! Ach du Scheiße. Noch jemanden, den ich noch nicht gesehen hatte. Der schaut so aus, als wäre mir ein Rasenmäher über den Kopf gefahren. Popeye. Guten Tag. Guten Tag. Oh je, der hat eine laute Stimme. Oh, da muss ich ein bisschen brüllen, oder? Ja. Heißt du zufällig Amber? Nein, das bin ich nicht. Wieder nichts. Ich werde diese Göre schon finden. Mit ihren Eltern habe ich ein Hütchen zu rupfen. Stimmt etwas nicht mit ihr? Starr! Bist du eine Freundin von ihr? Oh nein, bestimmt nicht. Ich habe die Arme hochgerissen, als wäre es irgendwie. Als würde er mich mit einer Waffe bedrohen. Ein Glück für dich. Wegen diesem Mädchen und ihren Freundinnen musste ich meinen Sohn auf eine andere Schule schicken. Es ist Zeit, mich mit ihr zu unterhalten. Oh, dann ist das Kind jetzt Vater. Das erklärt einiges. Also, dann möchte ich nicht in Ambers Haut stecken. Ich auch nicht. Ja, sowieso nicht, aber mit dem erst recht nicht. Fanny unterhält sich mit einem Elternpaar. Aber wenn ich Ihnen doch sage, dass ich nicht Castiel bin. Mein Sohn redet so lange von dir, dass ich mich so gefreut, endlich dich persönlich kennenzulernen, mein Junge. Haben Sie mir nicht zugehört? Dann spielst du also Gitarre, richtig? Du musst mal wieder bei uns zu Hause vorbeikommen und uns etwas vorspielen. Wir wohnen allerdings ein bisschen weiter weg. Aber du kannst bei uns übernachten, wenn du möchtest. Wir backen Plätzchen. Aber ich bin nicht Kastje, der Freund ihres Sohnes. Ich heiße Nathaniel. Oh, du armer Junge. Du magst meinen Sohn also nicht. Du kleiner Scheißer, legst dich also mit ihm an, ha? Jetzt gibt's was vom Oppi. Aber warum denn? Ist doch nett. Das wollte ich damit nicht sagen.
Nathaniel hat mich angesehen. Anstatt zu lachen, komm lieber und hilf mir. Dazu brauchst du mich nicht, das schaffst du schon allein. Wie viel zahlst du dafür? Ich komme schon. Danke. Er hat erleichtert aufgeatmet. Oh, und du bist Rosalia. Nein, bin ich nicht. Schade, ich dachte schon, mein Junge schleppt mal was Geiles ab. Aber nein, erinnert dich, Liebling. Lei hat uns doch von seinem letzten Besuch ein Foto von ihr gezeigt. Immerhin, wir haben es an das Eltern gefunden. So. Da kniet ein Mädchen auf dem Boden und scheint etwas zu suchen. Oh, hallo, kann ich dir helfen? Guten Tag. Also, ich habe meine Brille verloren. Sie ist mir heruntergefallen und ich sehe ohne leider nichts mehr. Warte, ich helfe dir beim Suchen. Das muss eine von den Schülerinnen sein, von denen Dave gesprochen hat. Komisch, sie erinnert mich an jemanden. Das ist sehr nett, vielen Dank. Sie muss hier irgendwo sein. Oh, hier ist sie, bitte. Die Gläser sind enorm. Sie hat die Brille wieder aufgesetzt. Bäh. Ah, schon besser. Oh je, ist das keine Schwester? Entschuldige mich, aber ich muss jetzt wieder zu meinem Mann. Vielen Dank für deine Hilfe. Gern geschehen. Oh nein, das ist seine Mutter. Sie wird so jung. Oh Gott, Papa steht auf kleine Mädchen. Und Eri, sind deine Eltern schon da? Nein, noch nicht, Frau Direktorin. Sie sind spät dran. Ach, das Programm fängt aber erst in einer Stunde an. Mama, Papa, wenn nicht was an eurem Leben liegt, beeilt euch. So. Dum. Da unterhalten sich ein paar andere Eltern. Sie wissen also nicht, wer diese Amber ist. Das ist der Herr von eben. Nein, tut uns leid, wir haben nur Jungs. Und ihren Reaktionen nachzuurteilen, ist das wohl auch besser so. Oh, sind das vielleicht die Eltern der Zwillinge? Ja. Warte mal, wer fehlt doch noch? Irgendwer fehlt noch. Oh Gott. Irgendwen haben wir doch vergessen, oder? Haben wir irgendwen vergessen? Eltern der Zwillinge? Bestimmt jemand total Unwichtiges. Oh. Eri, hier sind wir. Oh, ich habe mich umgedreht. Na, deine Schule ist ja wirklich riesig. Und hier sind so viele Leute. Was ist das eben nur mal bei deinem Tag der offenen Tür? Also, wo müssen wir hingehen, um mit deinen Lehrern zu sprechen? Sie kommen gleich zu euch und den anderen Eltern machen wir uns für das Stück vorbereiten. Dann können wir nicht allein mit ihnen sprechen? Ich weiß es nicht. Wenn ihr vorher einen von ihnen trifft, bestimmt. Sehr gut, dann lasst uns gehen. Ich lasse euch lieber allein. Oh nein, du kommst mit. In Ordnung. Oh je, es geht los. Bam, hier ist niemand. Das ist so, wenn die Eltern jemanden noch zur Hinrichtung mitbegleiten, oder? Oh. Und noch zusehen lassen. Okay. Hände nicht bei seinen Eltern. Elternabend. Ah, deine Eltern sind angekommen. Ja, ich habe Kendalls Eltern angesehen. Ich habe richtig gesehen. Oh, shit. Willst du uns nicht vorstellen? Oh, tut mir leid. Das ist Kendall, erinnerst du dich? Er war schon in meiner Klasse, bevor wir umgezogen sind. Ach ja, hat dir das Stofftier geschenkt, das du in deinem Zimmer hast, oder? Ja. Also, das war bloß ein Geschenk. Nichts Besonderes. Aber das ist ja das Mädchen von eben. Du kennst sie? Sie hat mir geholfen, meine Brille wiederzufinden. Das war doch selbstverständlich. Oh, warte mal. Dann bist du Eri? Ja, warum? Oh, mein Sohn hat so viel von dir erzählt. Er hört nicht auf. Kennen hat seiner Mutter den Mund zugehalten. Und immer wenn er alleine in seinem Zimmer ist, dann höre ich den deinen Namen schreien, irgendwie so mit so lauter Gestöhn oder Gekrächze. Oh nein! Haha, hör nicht auf sie, das ist Unsinn. Du bist Schande!
Ich liebe es, Fantasien zu ruinieren. Ditten, lass sie. Ich würde gerne hören, was sie sagen wollte. Ich tue einfach so, als hätte ich nichts gehört. Mein Vater hat keinen komisch angesehen. So, so. Du bist also der Kleine, der bei meiner Tochter landen will. Du bist mein Feind. Guten Tag. Unsere Eltern haben sich ein bisschen unterhalten, während Kenton und ich nur nicht so richtig wussten, was wir sagen wollten. Danach sind wir gegangen. Ja. Hey, Eri. Ach, Alexi und Armin, hier seid ihr. Hallo. Hallo, sind Sie Ihre Eltern? Ha, Bingo, und ihr beiden seid? Das sind Alexi und Armin, sie sind Zwillinge. Behandle mich nicht, als wäre ich doof. Das ist mir schon aufgefallen. Oh, shit. Hey, Jungs, und lasst ihr... Hey, Jungs, und uns lasst ihr hier stehen? Das sind das also die Eltern der Zwillinge? Ja, entschuldigt. Wir haben eine Freundin getroffen. Hallo, ich bin Eri. Freut mich. Oh, mich auch. Ich habe mich Armin genähert, um ihn etwas ins Ohr zu flüstern. Deine Eltern wirken echt cool. Sag mal, ihr seht euch aber gar ihr seht euch aber arg nicht ähnlich. Deine Mutter ist wirklich hübsch. Das kannst du laut sagen. Um Alexis Tricks zu ertragen. Ach, Ticks, jetzt. Tricks. Das kannst du laut sagen. Um Alexis Ticks zu ertragen, muss man auch cool sein. Für deine gilt vermutlich dasselbe. Hey, ich bin nicht so nervig wie er. Kannst du dir vorstellen, dass Alexi unseren Vater geraten hat, was er heute anziehen soll? Haha, das überrascht mich wenig. Dein Vater wirkt jedenfalls nicht so cool wie meine. Oh, ist ein bisschen streng. Soll er nicht so ist wie der von Nathaniel. Hast du den gesehen? Ja, er hat meinen Eltern einen Vortrag über Erziehung gehalten, weil wir an deren Stelle auf eine seiner Fragen geantwortet haben. Was hat er denn gesagt? Dass man Kindern beibringen muss, zu schweigen, wenn sie nicht gefragt sind und so ein Quatsch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber Nathaniel tut mir echt leid. Ja, ja. Worüber redet ihr? Ah, hast du mich erschreckt? Oh, wir haben uns über das Theaterstück unterhalten. Mein Vater hat ihn etwas merkwürdig angesehen, ohne etwas zu sagen. Ich könnte meinen, er hätte einen Freund im Blick. Dasselbe hat er auch bei Kenda gemacht. Ich hasse es hier, Opi zu finden. Baum. Oh mein Gott. Ich habe den Eindruck, du verstehst dich gut mit den Jungs. Naja, wir sind in derselben Klasse. Der kleine Kenton scheint dich nicht nur ein Klassenkamerad zu sein. Also stimmt, wir verstehen uns gut. Er ist sehr nett. Hat er gute Noten? Auf solche Sachen achte ich nicht wirklich. Ah, solltest du aber. Ah, und der andere junge Mann, Armin, richtig? Also Armin, das ist ein guter Freund, ja. Er erinnert mich aus Attack on Titan. Mag es dir jetzt von dieser Verarsche anzufangen? Nein. Ich dachte, der Vater kennt ihn davon. Aha, ich wusste es. Wie gut denn? Nicht, was du denkst. Mist, warum bemüht sich der Idiot dann nicht? Psst, bitte nicht so ein Unsinn. Bam, bam, bam. Super, jetzt mustert er mich streng. Papi. Baba. Hey, hallo Eri. Oh, Nina, ich habe mich schon gefragt, ob du kommen würdest. Die Gelegenheit hätte ich mir doch nicht nehmen lassen. Ich kann es kaum erwarten, Lisander auf der Bühne zu sehen. Bestimmt ist er dann noch ein besserer Schauspieler als Sänger. Ja, er spielt wirklich gut.
Er weiß, was er tut. Du hast wirklich Glück. Du hast ihn vor allen auftreten sehen. Ich bin nicht die Einzige, die ganze Klasse hat ihn gesehen. Das ist unfair. Ich will auch in eurer Klasse sein. Lass doch ein bisschen Zeit. Du bist doch noch in der Mittelstufe. Ich werde versuchen, mehrere Klassen zu überspringen. Dann kann ich Lissana jeden Tag sehen. Das wäre toll. Viel Erfolg. Wirklich niedlich, die Kleine. Oh, findest du? Ja, sie sieht aus wie eine Puppe, findest du nicht? Haha, doch. Das habe ich auch gedacht, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Und wer ist dieser Lissander, von dem sie geredet hat? Ein Klassengeheimrat. Bestimmt treffen wir ihn noch. Der Vater ist ganz schön neugierig. Ja klar, der spannt jeden. Der checkt jeden Typen ab. Ist schon klar. Ah, da ist sie. Mama, das ist Eri. Guten Tag. Ach ja. Du hast von ihr erzählt. Du bist noch nicht so lange auf der Schule, stimmt's? Ja, das heißt, jetzt bin ich schon eine Weile hier. Ja, sie ist jetzt schon länger nicht mehr die Neue. Dann hast du dich also schnell eingelebt? Das ist schön. Iris fiel es am Anfang nicht so leicht. Ach ja? Bist du auch mitten im Schuljahr angekommen, Iris? Nein, ich bin direkt zu Beginn des Schuljahres hergekommen, aber ich kannte in der Klasse niemanden. Verstehe. Aber so wie ich dich kenne, hast du bestimmt schnell Freunde gefunden. Nee, du kennst mich wirklich gut. Sag mal, ist dein Vater gar nicht da? Er konnte nicht kommen. Wir sind geschieden. Er lebt in einer anderen Stadt. Oh, tut mir leid. Keine Sorge, so ist etwas. So etwas passiert eben. Wir haben uns noch ein paar Minuten unterhalten, dann sind sie weggegangen. Die beiden wirkten sehr fröhlich. Ja, Iris und ihre. Ja, und Iris ist ihrer Mutter wirklich aus dem Gesicht geschnitten. Findest du? Mhm. Ja, okay. Ach, das Kastell. Haha, versuchst du immer noch deinen Eltern aus dem Weg zu gehen? Ja, bis jetzt habe ich es gut geschafft. Weißt du, ob Lissander seine Eltern gefunden hat? Ich glaube schon. Ich habe ihn eben mit ihnen gesehen. Ich hoffe, er hat sie in der Zwischenzeit nicht wieder verloren. Hast du sie gesehen? Das kann nicht sein. Sie müssen ihn adoptiert haben. Er hat gesagt, dass seine Eltern ein bisschen anders sind. Wenn wir stören, braucht ihr das nur zu sagen. Oh, entschuldige, Mama. Das ist Kastel, ein Klassenkamerad. Ein Klassenkamerad? Was? Ich hätte auch Nervensäge sagen können. Aber ich wollte nicht, dass meine Eltern gleich einen schlechten Eindruck von dir bekommen. Wie nett von dir. Naja, ihr beiden scheint euch ja zu mögen. Du hast ja keine Ahnung. Kastel hat mir etwas ins Ohr geflüstert. Hey, wie es aussieht, ist Lissander nicht der Einzige, der adoptiert wurde. Was redest du da? Sagen wir es so. Mutter Natur war bei deiner Mutter größtiger als bei dir. Ich wachse noch, damit du es weißt. Du bist echt bekloppt. Du stehst auf meine Mama? Wie bitte? Du redest echt nur davon. Das ist nervig. Das nennt sich Humor. Gut, dann ist dein Humor eben mies. Leg mal eine neue Platte auf. Hab ich da vielleicht jemanden gekränkt? Nein, überhaupt nicht. Komm schon, keine Sorge. Manchmal gefallen so flache Bretter. Ach, manche. Hey, hör auf, meine Mutter anzuklotzen. Was? Nichts. Mist, ich habe wohl zu laut gesprochen. Tut mir leid. Haha, Opfer. Danke, wirklich nett. Was deine Eltern jetzt für einen Eindruck von mir haben müssen. Ein sehr toll. Ja, siehst du, Schatz, der findet mich geil. Entschuldige uns, junger Mann, aber wir haben noch etwas zu erledigen. Papa macht Anstand zu gehen. Als ein neues Elternpaar aufgetaucht ist. Severus! Da bist du ja! Oh shit. Mist, ich habe mich zu lange am selben Ort aufgehalten. Kastels Mutter ist ihren Sohn um den Hals gefallen. Fällt dir etwas auf? Ich habe mir auch rote Stähnchen machen lassen. Oh, unser Bad Boy ist ein Muttersöhnchen. Lass mich, ich habe schon mal gesagt, dass ich das nicht mag. Guten Tag, meine Damen und Herren. Kastels Vater hat uns zugenickt. Willkommen bei Sat.1. Oh,
Entschuldigung. Ich war so froh, meinen Sohn endlich zu finden, dass ich gar nicht begrüßt habe. Das ist nicht schlimm. Na, Cassie, willst du uns nicht vorstellen? Cassie? Auf zu lachen. Das sind bloß Eri und ihre Eltern. Oh, warte, ich glaube, du hast mal von ihr gesprochen. Oh, nein, bestimmt nicht. Doch, und danach hast du so getan, als ob nichts wäre. Oh, jetzt ist er rot. Oh, jetzt haben wir ihn erwischt. Sing nicht immer unseren Namen unter der Dusche, du Schwein. So ein Quatsch. Ist genauso rot geworden wie seine Haare. Doch, ich habe noch zu deinem Vater gesagt, dass das der erste Name eines Mädchens war, den ich seit Deppa von dir gehört habe. Stimmt's, Schatz? Zieh mich da nicht mit hinein. Unsere Eltern haben sich noch ein paar Minuten unterhalten. Als mein Vater noch einmal wiederholt hatte, dass er mit einem Lehrer sprechen wollte, sind wir weggegangen. Gegenüber kannst du noch einen Scherz machen, kann ich ihn super eingeben. komm, wir verarschen ihn. Ciao, Cassie. Ja, ja, ich mache hier noch mal einen Cut und dann sehen wir uns beim 5. Bad wieder. Tschüss.